Ja, nachdem durch die Ernährungsumstellung die Pfunde ganz schnell gepurzelt sind, erfreulicherweise natürlich, habe ich dann Mitte Dezember ein bisschen die Handbremse angezogen, weil ich mir gedacht habe, so schnell, da kommt ja mein Gewebe gar nicht mit. Und habe mir gedacht, nachdem es ja so super funktioniert, darf ich jetzt den Advent, den Ausklang des Advents und Weihnachten auch genießen. Das heißt nicht, dass ich mit der anderen Ernährung das Leben nicht genieße, im Gegenteil. Aber ja, man hat halt doch so Geschmäcker, die man gerne hat und die vielleicht nicht so am Ernährungsplan stehen. Ja, aufgrund dessen ist es dann ab Mitte im letzten Monat dann nicht mehr so rasant gegangen mit der Kiloreduktion. Aber ich glaube, mit 10 Kilo in fast 2 Monaten kann man mehr als zufrieden sein und das bin ich auch. Und es ist ja schön, wie die Reaktionen auch von außen kommen. Und ja, fühle mich einfach gut. Eigentlich habe ich nach 5 Tagen schon gesagt, ich habe mein Ziel erreicht, weil ich mich einfach wohlfühle und jedes Kilo, was jetzt weniger wird, ist einfach nur die Draufgabe. Was bei der letzten Messung rausgekommen ist, war, dass die Fettverbrennung, die nach 2 Wochen schon auf 30% war, von 0 auf 30%, dass die jetzt ein bisschen gelitten hat unter meinen Sünden oder Ausnahmen. Aber die Renate hat mir jetzt Tipps gegeben und mir so ein Kräuterelixier gegeben. Und jetzt schauen wir, dass wir das so wieder in den Griff kriegen. Wobei die Fettverbrennung insgesamt oder die Fettreduktion im Körper schon sukzessive, langsam stetig nach unten geht. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich rundum zufrieden und es darf so weitergehen. So, jetzt bin ich ja seit Mitte November dabei mit der Ernährungsumstellung und trotz Weihnachten und Neujahr, was ja der ein oder andere Tag schon dabei war, wo man nicht so mit Gemüse und Getreide gegessen hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat überhaupt nichts groß ausgemacht. Ich war so, oder ich bin im Flow und es hat teilweise stagniert, aber es ist klar, aus welchem Grund stagniert hat. Aber insgesamt, mir geht es so gut. Sport macht wieder mehr Spaß. Meine Hosen passe ich wieder rein. Wenn man von der Kilozahl ausgeht, also Mitte November bis jetzt sind es jetzt 7 Kilo, die ich abgenommen habe. Und Tendenz nicht steigend, sondern Tendenz fallend, was ja in dem Fall viel, viel besser ist. Und tja, bin dabei und bleib dabei und mir macht sogar Spaß, weil es ja, wie gesagt, das Interessante daran ist, dass es ja keine Diät ist, sondern eine Ernährungsumstellung und es macht Spaß. Das neue Jahr hat begonnen, wunderbar und für mich persönlich mit Krankheit, also ich war seit Silvester krank und das hat mich trotzdem nicht zurückgeworfen. Und vorher, Weihnachten und Urlaub habe ich auch noch gehabt. Der Erfolg besteht darin, dass ich in der Zeit nicht zugenommen habe, sondern dass ich sauber mein Gewicht gehalten habe und immer noch Spaß eigentlich an der Sache habe, weil auch die kleinen Sünden, die man so jetzt über Weihnachten oder auch im Urlaub bewusst eingeht, ja, die machen dann auch Spaß, wenn man weiß, es ist zumindest gleichbleibend. Und der Plan ist jetzt, wieder durchzustarten und ein bisschen konsequenter einfach zu sein, um einfach noch ein bisschen mehr abzunehmen. Und das ist das Ziel für 2018. Gesund bleiben und abnehmen. Ja, ganz früh, oder? Ja, erzähl. Also, ich muss dir was sagen.